richtig schön, dass du wieder dabei bist bei der Online-Church vom Gospelhaus. Wir sind in einer Predigtreihe, die heißt Kreiszieher. So, Kreiszieher, was steckt eigentlich dahinter? Warum haben wir diesen Titel gewählt? Es geht zurück auf eine Geschichte, die wir im Talmud finden. Talmud ist ein Buch, was im Judentum Geschichten enthält, die von Generation zu Generation überliefert wurde. Und diese Geschichte im Buch der Legenden, das ist ein Teil innerhalb vom Talmud, erzählt die Geschichte von einem Kreiszieher mit Namen Honi. Und die Geschichte ist so, dass im ersten Jahrhundert vor Christus wirklich eine große Dürre in Israel ist. So, die Leute, kannst du dir vorstellen, es gibt keinen Regen, also gibt es keine Ernte, es wächst nichts und das Wichtigste fehlt, Wasser zum Überleben. Und die Menschen sind wirklich in einer herausgeforderten Situation und sie wissen nicht, wohin irgendwie. Die Brunnen sind leer, irgendwie brauchen sie Regen. Und sie erinnern sich daran, dass es einen Menschen gab, der schon einmal um Regen gebetet hat und der Regen ist gekommen. Dieser Mann ist Honi und sie gehen vor die Stadttore, holen diesen Mann und bitten ihn darum, stell dich doch hier hin und bete um Regen, damit uns geholfen wird. Und Honi lässt sich darauf ein und er nimmt seinen mannshohen Stab, stellt sich in die Mitte von diesen Menschen, zieht einen großen Kreis und sagt, ich werde diesen Kreis nicht verlassen, bis Regen gefallen ist. So lange werde ich Gott bitten. Und er beginnt zu beten und erst fängt es an, ganz wenig zu nieseln. Und die Menschen sind schon absolut begeistert davon, ein wenig Regen überhaupt auf ihrer Haut zu spüren. Aber natürlich reicht es nicht. Und er sagt, Gott, nicht das ist, worum wir gebetet haben, sondern einen echten Regen, der unser Land wirklich flutet. Und es beginnt aus allen Nähten heraus zu platschen und zu das Wasser ist da und das ist viel zu viel. Und er betet wieder und sagt Gott, nein, auch darum haben wir nicht gebetet, sondern um das richtige Maß an Regen. So, er bleibt dran, er betet konkret und tatsächlich, der Regen fällt genau in dem Maß, wie es braucht. So, Honi ist der Kreiszieher und ist ein bisschen so die Vorlage oder die Inspiration für diese Predigtreihe als Grundidee zu sagen, hey, wir wollen Menschen sein, die Kreise ziehen um unsere Gebetsanliegen, um die Dinge, wo wir wirklich hineingerufen sind, dafür Verantwortung zu übernehmen, etwas durchzubeten, darum zu ringen. Und in den letzten Wochen hast du hoffentlich schon ganz viel Inspiration mitgenommen, auch für dein Gebetsleben. Dinge wirklich für dich in Anspruch zu nehmen, in der Autorität auch zu beten, das, was Gott einem gegeben hat, die Dinge zu ergreifen und zu sagen, ich weiche nicht zurück, ich gehe aus diesem Kreis nicht raus, bis es passiert ist. Natürlich nicht im Sandkasten, sondern in dem, wie du dein Gebetsleben führst. So. Heute möchte ich mit uns einen anderen Gedanken nochmal mit reinbringen, wo es um Gebet geht. So, ich glaube, wir können die unterschiedlichen Arten von Gebet haben. Und Honi ist jemand, der, glaube ich, Vorbild in dem drin ist, zu sagen, ich nehme ein Gebet und ich gehe da nicht hinter zurück, bis das passiert ist und geht ein Risiko ein, nämlich das Risiko, am Ende dumm dazustehen. Ich glaube, Glaube zeigt sich an vielen Stellen dadurch, ob wir bereit sind, am Ende etwas von unserer Ehre zu verlieren, am Ende dumm dazustehen. Was ist, wenn es nicht passiert, wenn es nicht zutage tritt, das, worum wir gebetet haben? Haben wir die Bereitschaft und nur dann werden wir auch das Wunder erleben. So, das eine Risiko bei solchen Gebeten ist, seinen eigenen Ruf zu verlieren. Aber nur wenn wir bereit sind, unseren eigenen Ruf zu verlieren, werden wir am Ende Gottes Ruf groß machen können. So, das gehört zusammen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es noch ein Risiko, was sich in unserem Gebetsleben wiederfinden kann. Und es ist das Risiko, meine Bereitschaft zu äußern, zu gehen, wenn Gott mich ruft. So, diese Predigt geht nochmal ein bisschen in eine andere Richtung, um ein besonders mutiges Gebet. Ich glaube, es ist eines der mutigsten Gebete, die du überhaupt nur sprechen kannst. So häufig erlebe ich, dass Menschen kommen, und so häufig sind auch meine Gebete so, dass wir Gott darum bitten, dass er etwas für uns tun kann. So, das ist gut, wir wollen füreinander beten, wir teilen unsere Anliegen, ob es in der Kleingruppe ist, im Gottesdienst ist, online, du kannst uns schreiben auf Instagram und wir beten gerne für dich, für all die Anliegen, die da sind und man ist füreinander da. Und auch, glaube ich, gibt es ein Gebet, das geht genau in eine andere Richtung. Es ist nicht das Gebet, Gott, was kannst du für mich tun, sondern Gott, was kann ich für dich tun? Gott, ich will bereit sein, wo auch immer du mich hinrufst, was auch immer du mit mir vorhast. Ich will bereit sein, zu gehen. Und dieses Gebet, wenn man es ernst spricht, glaube ich, wird Gott beantworten und wird Gott gerne nehmen. Und das kann dein Leben in eine völlig andere Richtung bringen. Muss es nicht, weil du vielleicht schon in einem Weg unterwegs bist, wo Gott dich hineingestellt hat. Aber vielleicht ruft es dich dazu, in eine andere Stadt zu ziehen. Vielleicht ruft es dich dazu, genau an dem Ort zu bleiben, wo du eigentlich nicht bleiben wolltest.
Es sind so viele Möglichkeiten da drin, aber dieses Gebet, es zu sprechen, erfordert so viel Mut, aber kann dein ganzes Leben in eine völlig andere Richtung lenken. Gott zu sagen, Gott, ganz gleich, in welchen Kreis du mich hineinstellst, ich werde mich hineinstellen. Egal, was dein Auftrag ist, ich werde es tun. Egal, was da kommt, egal, wie die Umstände sind. Gott, wenn du rufst, dann werde ich gehen. So, wenn wir in die Bibel hineinschauen, finden wir immer wieder, dass Gott Menschen ruft. So, er ruft sie nicht an mit einem Telefon, aber er beauftragt sie, etwas zu tun. Er gibt ihnen etwas an Botschaft mit, an Auftrag, etwas, was sie tun sollen. Das findest du im Alten als auch im Neuen Testament. Und es ist ein Grundsatz, den du bei Gott immer wieder findest. Gott wird diejenigen rufen, die ihn kennen, um etwas zu tun, was er getan haben möchte. Noch einmal, Gott ruft diejenigen, die ihn kennen, um etwas zu tun, was er getan haben möchte. Warum auch immer hat Gott sich selbst auferlegt, nur mit Menschen zu handeln. Gott könnte so viele Dinge, könnte er viel besser selber machen, aber er hat sich committed und hat gesagt, ich werde nur bestimmte Dinge tun, wenn Menschen sich in diesen Auftrag mit hineinnehmen lassen. Ich werde es nicht alleine tun, sondern ich binde mich daran, dass Menschen gehen und meinen Auftrag umsetzen. Und die Frage ist, wem würde ich einen Auftrag als allererstes geben? So, wenn du mit Ehrenamtlichen zusammenarbeitest, dann hast du das vielleicht schon mal mitgekriegt, selber in deiner Kirche, in unserer Kirche, im Gospelhaus oder in anderen Kontexten. Wen wirst du fragen, ob jemand eine Aufgabe erledigen könnte? Na, die Leute, die dir schon signalisiert haben, egal was es ist, ich werde es machen. Egal, ob es das Kloputzen ist oder ob es das Autowaschen ist oder jemand vom Flughafen holen ist. Egal was ist, egal was für ein Auftrag da ist, du darfst mich einplanen. Ich werde es machen. Egal, ob es ein guter, schlechter Auftrag ist, ob am Ende ein Gewinn für mich dabei herausspringt oder auch nicht. Ich bin bereit zu gehen. Diese Menschen werden wir rufen, diese Menschen werden wir einen Auftrag geben und nicht diejenigen, wo wir drum betteln müssen, etwas zu tun. Und ich glaube, bei Gott ist es ähnlich. Wenn du die Bereitschaft hast nach Gott, du hast Verfügungsgewalt in mein Leben, wo auch immer du mich hinsendest, was auch immer du getan haben, was auch immer du gesagt haben möchtest, wenn du mich rufst, ich werde gehen, egal was es ist. Ich finde spannend, wenn wir in die Bibel reinschauen, dann finden wir drei Reaktionen eigentlich auf dieses Gebet, zu sagen, hey, ich bin Jesus Nachfolger, eigentlich ist der Herr in meinem Leben, darf mir etwas sagen. Und trotzdem finden wir die unterschiedlichen Reaktionen. Die finden wir in der Bibel, und da will ich gleich auf drei eingehen, aber auch in unserem eigenen Leben. Wir sagen, wenn du Christ bist, sagst du, hey, da ist jemand, der Regisseur in meinem Leben ist. Der darf mir eine Platzanweisung geben, der darf mir eine Rolle zuweisen. Und grundsätzlich würden wahrscheinlich die allermeisten Christen sagen, natürlich, wenn Gott mir etwas sagt, dann werde ich das tun. Aber wie häufig gibt es den Moment, wo wir sagen, es müsste eigentlich an dem Himmel geschrieben stehen, so deutlich, bevor ich das mache. So klar müsste die Platzanweisung sein, und so häufig ist es nicht, sondern so häufig ist leise Rufen von Gott, wo dich fragt, bist du bereit? Und wir würden gerne sagen, hier bin ich. Die Frage ist, welcher Satz steht danach? Bei Jona finden wir die erste Reaktion. Jona sagt, hier bin ich gehe nicht. Und wir können mal lesen, Jona 1, Vers 2, da heißt es, mach dich auf den Weg, also Gott beruft ihn, und geh in die große Stadt Ninive. Rufe aus, was ich gegen sie hervorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. So, kennst du solche Erlebnisse? Du fühlst dich irgendwie herausgefordert, was ich, willst gerade in den Supermarkt gehen, und dort sitzt die Person, die am Betteln ist, und denkst so, ja, 50 Cent, ein Euro kann ich ihr reinwerfen, damit hätte sie es erledigt, so dieser innere moralische Anspruch, aber du hörst die leise Stimme, die sagt, hey, knie dich mal nieder, setz dich mal hin, sprich mal mit dieser Person, richte ihren Wert auf, sprich ihr Gutes zu, sprich Identität in diese Person hinein und überlegst, tue ich das wirklich? Was denken die anderen? Soll ich das wirklich machen, Gott? Ist es jetzt wirklich deine Stimme oder nein, eigentlich habe ich gleich noch einen Termin, und du gehst in den Laden rein und der Moment ist vorbei? Wie häufig habe ich solche Situationen in meinem Leben, wo es vielleicht die Scheu ist, wo es vielleicht ist, ah Gott, du müsstest mir ganz ehrlich und noch ganz deutlich sagen, also eigentlich bin ich für dich da, ich bin eigentlich für dich verwickelt, nur jetzt gerade nicht. Jetzt habe ich gerade keine Zeit, Gott. Ich meine, Jona, da könnte man denken, der hat ja sehr genau von Gott gehört, was Sache ist. Der wusste, das sind böse Menschen, da muss ich hingehen, dem muss ich die Botschaft bringen. Und der hört das so klar von Gott. Warum macht er das denn nicht? Naja, wenn man sich ein bisschen reinschaut,
welche Menschen denn eigentlich in dieser Stadt Ninive gelebt haben, dann ist es ungefähr so, als würdest du den Auftrag bekommen, ein Flugticket zu nehmen, nach Afghanistan zu fliegen, dich in Kabul auf dem Marktplatz zu stellen und sagen, liebe Taliban, das, was ihr tut, ist absolut falsch. Wenn ihr nicht umkehrt, wird das Gericht über euch kommen. Ich weiß nicht, wie happy du wärst, aber ganz ehrlich, Jonas Drang auf eine ganz andere Seite zu wechseln, ganz weit weg von diesem Ort zu fliehen, diesen Auftrag nicht umsetzen zu müssen, finde ich so nachvollziehbar. So nachvollziehbar, weil es auf einmal um sein Leben gehen würde. Dahin zu gehen, diesen Auftrag auszuführen. Jonas Reaktion, hier bin ich gehe nicht. Die zweite Reaktion, die wir in der Bibel finden, ist bei Mose. Gott ruft ihn und Mose sagt, hier bin ich, aber sende jemand anderes. Hier bin ich, sende meinen Bruder. Das ist nicht meine Berufung, die zu mir passt. In 2. Mose 3, Vers 10 heißt es, nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führen. Mose aber antwortete, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Mose war sehr wohl bewusst, dass das Volk Israel leidet, dass es in Sklaverei ist, dass es gefangen ist und dass es hinausgeführt werden soll. Dass es eine Prophezeiung darüber gibt, dass es einen Auszug gibt, dass sie befreit werden, dass es Gottes Idee ist. Er wusste, das muss getan werden. Er wusste, das ist das Richtige und trotzdem sagte er, ich bin dafür der Falsche. Ich bin gar nicht fähig und er hat eine unglaubliche Begegnung mit Gott. Da ist der brennende Dornbusch. Gott offenbart sich ihm selbst und er sagt, wer bin ich? Ich kann das nicht. Sende jemand anderes. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wo sind die Aufgaben, wo Gott dich vielleicht hineinruft, wo du berufen wirst in eine Aufgabe, in einen Dienst hinein und du denkst, das bin ich nicht. Meine Begabungen reichen nicht aus. Ich bin nicht smart genug. Meine Persönlichkeit hat ihre Macken. Bin ich da überhaupt der Richtige? Kann es nicht jemand anders machen? Kann ich jemand anders seine Zeit investieren? Können nicht die Studenten und Rentner ihre Zeit investieren, weil die haben doch so viel davon. Warum muss ich das denn machen? Die anderen, die haben doch so viel mehr Geld. Sind die nicht eigentlich dazu gerufen, Menschen zu unterstützen? Hier bin ich Gott, sende jemand anderes. Aber das Ding bei Gott ist, Gott ruft nicht die, die begabt sind, sondern Gott begabt die, die berufen sind. Gott schenkt denjenigen, die sich in diesen Dienst stellen lassen, denen gibt er das Notwendige. Die Antwort bei Mose ist nicht, oh Mose, sieh an, du hast 40 Jahre am Hof des Pharaos die beste Ausbildung bekommen, die man sich nur vorstellen kann. Mose ist aufgewachsen am Hof des Pharaos. Es war tatsächlich so die beste Bildung, die man in Ägypten hätte bekommen können, war am Hof des Pharaos. Der war strategisch ausgebildet, der hatte Leitungskompetenzen, der hat all das mitbekommen, was es gebraucht hätte. Und trotzdem sagt er, ich bin das nicht, ich kann das nicht, ich kann nicht mal reden. Immer und immer wieder trägt er das Gott vor, ich kann das nicht. Aber Gott geht nicht hin und verweist darauf, was er an Ausbildung hat, was er an Kompetenz hat, dass er das eigentlich doch können müsste, sondern Gottes Hinweis ist, geh und ich werde mit dir sein. Der entscheidende Faktor ist nicht, was du kannst. Es ist nicht, welche finanziellen Mittel du hast, welche zeitlichen Kapazitäten du hast, welche Begabung du hast. Der entscheidende Punkt ist, ist Gott bei dir oder nicht? Und wenn Gott sagt, ich sende dich und ich bin mit dir, dann ist es egal, wie das drumherum ist, weil Gott bei dir ist. Die dritte Reaktion, die wir in der Bibel finden, ist, hier bin ich, sende mich. Und das finden wir bei Jesaja. In Jesaja 6, Vers 8 heißt es, dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ganz ehrlich, wenn dein Chef dich ruft und stellt genau diese Frage, so in der Mitarbeiterschaft, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Was wäre deine Frage? Ja, wohin geht's denn? Wie lange geht's dahin? Wie wird das Wetter dort sein? Was ist die Bezahlung? Gibt es einen Risikoaufschlag? Was wird mit meiner Familie sein? Erstmal abchecken, was ist denn der Auftrag? Wie genau, was gehört alles dazu? Erstmal den Auftrag klar haben. Ich finde das interessant, bei Jesaja finden wir genau das nicht. Sondern Jesajas Antwort ist ein Blankovertrag. Er sagt, hier bin ich, sende mich. Egal was ist, egal was für ein Auftrag es ist, egal was zu erledigen ist, hier bin ich, sende mich. Und ich finde, das ist ein wahrhaft mutiges Gebet. Bin ich bereit, bist du bereit zu beten,
hier bin ich Gott, ich bin verfügbar für dich, egal in welcher Minute, in welcher Sekunde am Tag es ist, ich bin bereit, du darfst mich rufen. Du hast die Erlaubnis, mich zu unterbrechen, zu jeder Zeit meinen Plan über den Haufen zu werfen oder in dem Plan, den ich habe, die richtigen Entscheidungen, die richtigen Dinge zu tun. Wenn du etwas gesagt haben möchtest, dann werde ich es sagen. Wenn du möchtest, dass ich etwas weggebe von meiner Zeit, von meinem Geld, von meinem was auch immer, ich will es geben. Ich will komplett verfügbar sein für dich, Gott. Ich bin dein Diener. Hier bin ich. Sende mich. Ich glaube, Gott wird dieses Gebet sehr ernst nehmen. Wenn wir es ernst sprechen, in unserem Herzen es aussprechen, wird Gott auf dieses Gebet reagieren, weil Gott Menschen sucht, die sich senden lassen. Aber wie komme ich denn eigentlich an den Punkt? Also es ist jetzt einfach eine motivierende Ansprache, irgendwie ein geistlicher Moment. Und ich sage, oh ja, das spreche ich jetzt. Ich glaube ohnehin, das ist etwas, was wir Tag für Tag Gott sagen können. Gott, hier bin ich, sende mich. Dass es nicht eine einmalige Entscheidung ist, aber wie komme ich denn überhaupt dahin? Weil ich glaube, der große Fakt ist doch, vertraue ich Gott, dass er es gut mit mir meint? Oder glaube ich, dass er mich an Orte schicken wird, die mir am Ende schaden? Dass ich Dinge tun soll, die mir am Ende schaden, wo ich am Ende weniger habe, weniger Geld, weniger für meine Zeit? Oder vertraue ich darauf, dass Gott es gut mit mir meint? So, wenn wir bei Jesaja da immer reinschauen, dann finden wir drei Erfahrungen, die er macht. Die erste Erfahrung, die ihn dazu führt, am Ende dieses Gebet sprechen zu können, ist eine echte Erfahrung mit der Gegenwart Gottes. In Jesaja 6, Vers 1 heißt es, in dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. So was war passiert. Jesaja sah die Gegenwart Gottes. Er sah in all seiner Majestät, in seiner Herrlichkeit. Der Text beschreibt dann weiter, dass all die Engel Gott loben und rufen, heilig, 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 der Allmächtige. Und Jesaja hat so eine Begegnung damit, was die Gegenwart Gottes eigentlich macht. Das erfüllt sein Herz. Er ist völlig überwältigt davon, wer Gott eigentlich ist. So, Gott ist nicht irgendein cooler Buddy an meiner Seite, sondern Gott ist allmächtig. Gott ist größer als ich. Gott hat so viel mehr in der Hand. Gott ist so heilig. Er erkennt etwas von Gott in dieser Begegnung mit ihm. Und das ist eine der Voraussetzungen dafür, am Ende dieses Gebet sprechen zu können, zu wissen, dass jemand so heilig, und wenn der mich sendet, wird es seine Berechtigung haben, wird es seinen Sinn haben, wird er es gut mit mir meinen. Das Zweite, was Jesaja hat, er hat ein echtes Bewusstsein für seine Sündhaftigkeit. Ich glaube, auch das ist ein entscheidender Punkt, in dem mich einzuordnen in Gottes großen Plan. Bei Jesaja finden wir diesen Punkt, da heißt es in Vers 5, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. So, Jesaja hat eine Selbsterkenntnis, ich bin ein schlechter Mensch. So, wir sprechen häufig davon, hey, das ist ein guter. Und wir können noch so viele gute Taten tun und jemand mag, wie ich nach außen gut, nicht nur gut aussehen, sondern gut rüberkommen. Aber die Bibel sagt, am Ende des Tages ist jeder Mensch schlecht. Im Inneren, was aus ihm herauskommt, egozentriert, selbstzentriert zu sein. Und nicht durch meine guten Taten werde ich gut, ein guter Mensch, sondern allein dadurch, dass ich Jesus Christus in meinem Leben annehme. Dass ich sage, hey, da ist jemand, der all das, was ich Schlechtes getan habe, wegnimmt. Der dafür bezahlt hat, wo ich nichts für tun kann. Und genau das hat Jesaja, diese Erkenntnis darüber. Ich bin ein böser Mensch. In der Gegenwart Gottes merke ich, wie unheilig ich bin. So, wir können uns alle miteinander vergleichen und da mag der eine besser als der andere da erscheinen. Da mögen viele Menschen viel besser, viel lieber, viel netter sein als irgendwelche Christen, die du vielleicht kennengelernt hast oder du selber auch bist. Es gibt so viele Menschen, so ich bin Pastor und vielleicht sagen viele Menschen, boah, das ist ein guter. Hoffentlich sagen das viele und erleben das so. Der ist nett, der ist sympathisch, der hilft der Oma über die Straße, der spendet noch ein bisschen Geld. Das ist eigentlich ein guter. Aber nicht meine guten Taten machen mich gut und gerecht vor Gott, sondern allein dadurch, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, dass er all das Böse weggenommen hat, dafür bezahlt hat und deswegen stehe ich tatsächlich perfekt vor Gott. Was für ein Geschenk, da kann ich nichts für tun. Ich kann es einfach nur annehmen und sagen, Jesus, das, was du für mich getan hast, mach mich gerecht vor Gott, mach mich perfekt vor Gott. Und durch diese Brille schaut er mich an
Und deswegen bin ich ein Guter, nicht aufgrund meiner guten Taten. So diese Erkenntnis hat Jesaja. Ihm ist bewusst, ich bin sündhaft und nur durch Gott werde ich gut, durch seine Reinigung mit diesem Stein, mit dem, was jetzt in dem nächsten Punkt beschrieben ist. Er bekommt nämlich ein echtes Verständnis für die Gnade Gottes. Es ist nicht nur, Gnade ist ein Begriff, den wir in der Kirche häufiger mal hören. Und manchmal ist es schon so abgelutscht von dem, ja, Gott vergibt alles, Gott ist nett zu dir, Gott liebt dich und es ist alles so in so Gnade hineingehüllt. Aber eine echte Erfahrung damit zu machen, ist was anderes. Und es hat damit zu tun, bin ich mir bewusst, welche Sündhaftigkeit ich habe, wie schuldig ich eigentlich bin und wie gnädig dieser Gott ist. Das hat beides miteinander zu tun. Das können wir nicht voneinander lösen. Und Jesaja hat diese Erkenntnis. In Jesaja 6, Vers 6 heißt es, doch einer der Seraphe, also einer der Engel, flog zu mir. Er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, sieh, dies hat deine Lippen berührt, jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. Jesaja, wenn du dir vorstellst, einen heißen Stein auf die Lippen zu kriegen, eine glühende Kohle, ist ein Schmerzpunkt. So, nicht das hat die Sünde weggenommen, das ist ein Bild dafür, was Jesus getan habe, aber das ist ein Bild dafür zu merken, da ist ein Schmerzpunkt, in dem, was ich nicht hinbekommen habe, wo ich mich selbst verletzt habe, wo ich mich von Gott abgewandt habe, wo ich andere Menschen diskreditiert habe, andere Menschen nicht wertgeschätzt habe, wo also Schuld in mein Leben hineingekommen ist, in so vielfältiger Art und Weise, da kommt auf einmal Gnade hinein. Da ist ein Punkt in mir berührt, wo ich über meine Schuld weiß und über die Gnade Gottes, was er eigentlich möglich gemacht hat. Jesaja erkennt an der Stelle, meine Schuld ist hinweggetan durch eine Berührung mit der Güte Gottes. Meine Lügen sind vergeben, mein selbstzentriertes Leben ist vergeben, meine Wutausbrüche vergeben. All das ist mit einem Moment weg. Im Psalm 103, Vers 11 und 12 heißt es, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. So Gott holt ihn nicht wieder. Gott sagt, ja, gestern hast du versagt, heute schon wieder und hält es dir wieder vor. Sondern wenn wir unsere Sünden, unsere Schuld bekennen bei Gott, sind sie weg. Sie sind einfach hinweggetan. An der anderen Stelle heißt es, er wirft sie an die tiefste Stelle des Meeres. Auch ein Bild dafür, dass es weg ist. Und Gott ist kein Angler, der die Sünden am nächsten Tag wieder hochholt und dir wieder vorhält, sondern sie sind weg. Das, was in unserem Kopf vielleicht noch abgespeichert ist, bei ihm nicht. Sie sind einfach weg und vergeben. Du stehst heilig und gerecht vor ihm. So Gott ist jemand, der treu ist, der gerecht ist. Und ich glaube, wenn wir diese Erfahrung machen, vor Gott zu stehen, etwas von seiner Heiligkeit, von seiner Gegenwart zu erfahren, unsere Sündhaftigkeit bewusst sind und dann erfahren, was Gnade bedeutet, versetzt uns das in die Lage, dieses Gebet zu sprechen. Hier bin ich, sende mich. So, das ist etwas, was ich dir wünsche, was ich mir wünsche, Tag für Tag so eine Entscheidung treffen zu können und zu sagen, Gott, weil ich um deine Güte weiß, weil ich weiß, dass du es gut mit mir meinst, weil ich weiß, dass du mir neues Leben gegeben hast, weil du treu bist, will auch ich dir vertrauen und sagen, hier bin ich, sende mich. So, zum Abschluss würde ich gerne beten mit dir und vielleicht magst du es mitbeten, nachbeten, einfach mit einstimmen, wenn du sagst, hey, das ist eigentlich etwas, ja Gott, bitte nimm mich, gebrauch mich, hier ist ein Blankobrief, ein Blankoscheck, den darfst du ausfüllen, wo auch immer du mich hinsendest, was auch immer du getan haben möchtest, gebrauch mich. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du alles gegeben hast für uns aus lauter Liebe. Danke dafür, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke dafür, dass du uns Wert, Identität gibst. Jesus, danke dafür, dass du dich aber auch committed hast und gesagt hast, ich will mit Menschen meine Geschichte schreiben. Ich will in diese Welt hineinwirken, Gutes bewirken mit Menschen. Danke dafür, dass du uns in diesen Auftrag, in diese Mission mit hineinrufst. Und Gott, wir wollen dir das sagen, dass du uns gebrauchen darfst. Wir möchten dir sagen, hier sind wir, hier bin ich, sende mich. Nimm mich in deinen Auftrag mit hinein, was auch immer du getan haben möchtest. Ob es was mit meiner Zeit, mit meinen Finanzen, wo auch immer mit zu tun hat. Du darfst darüber regieren. Du bist Regisseur in meinem Leben. Amen. Ich wünsche dir eine richtig gute Woche und schreib uns gerne, wenn wir für dich beten können, wenn du Erlebnis mit Gott gemacht hast, wenn dieses
sich hineinstellen, seinen Auftrag zu sagen, hier bin ich, sende mich, eine Auswirkung in deinem Leben hat. Wir würden gerne von dir hören. Tschüss.